Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Minecraft Staffel 6. Mit dem lieben HSPLP. Jo, moinsen. Der hat noch sein Häuschen gebaut. Guck mal, was er so schönes gemacht hat. Hier eine große, viele Sitzflächen. Ja, ich habe mir gedacht, dass ich das so ein bisschen zu einem Restaurant irgendwie. Okay. Umwandelt, also so ein richtiges Wohnhaus soll das nicht werden. Ich habe mir gedacht, so eine Mischung aus Restaurant und vielleicht so ein bisschen einen Garten noch irgendwo hinbauen, dass die Leute, die halt nichts essen wollen, dass sie sich aber trotzdem irgendwie hinsetzen können und da eine Sitzgelegenheit haben. So eine Mischung hatte ich mir. Ist eine gute Idee, ja. Gedacht. Ist eine gute Idee. Ich habe ja schon in der letzten Folge hier angefangen, ein bisschen die Verkleidung hier unten dran zu machen. Von der Bahnstrecke könnte man ja auch den da mal machen. So. So. Oh, das passt. Dass man dann oben nicht immer reinfällt. Da hat man nämlich hier diesen Dreierweg, wo dann rechts, links noch ein paar Häuser hinkommen. Da müsste ich hier ein bisschen was eindämmen. Ich das nämlich so mache. Die Truhen kann man da zwar immer noch öffnen, nur die Fackeln müssten weg. Oh, 1, 4, so. Zack. So. Und weil der Raum jetzt wahrscheinlich finster ist, na, so finster ist er gar nicht, weil gerade die Öfen am Brennen sind, die Fackeln mal hier hinter verstecken, dahin und dahin und noch eine in die Mitte, zack. Haben wir das geklärt? Achso, wir hätten gleich mal den Stein mitnehmen können. Gar nichts reingepackt. Okay. Sehr schön. Ich habe mich jetzt vor, ein paar Wohnhäuser zu errichten. Indem ich hier ein bisschen Stein crafte. Da frage ich mich, sollen die gleich von ran? Ja, ne? So. Jetzt haben wir hier noch einen Überhang frei. Ja, das müsste passen. Okay.
Du gutachtest hier schon alles, was bist du ein Rüstungsschmied? 16 Kohle? Okay, 16 Kohle haben wir. Man muss auch immer mal handeln mit den Dorfbewohnern, sonst nimmt die das einen immer mal übel. Okay. Was für ein Geschäft, ja. Wollen die dann irgendwann nicht mehr mit dir handeln? Wenn man zu viel handelt, ja. Okay. Okay. Na, mehr Kohle habe ich nicht. Dafür habe ich jetzt aber einen Smaragd. So, packen wir das mal hier rein. Na gut, das nicht. Das brauche ich gleich. Die Erde bräuchte ich auch. Ach Mensch, zu tief. Oder wir machen das als Bruchstein. Das ist, glaube ich, besser. Besser, besser. Den haben wir nämlich schon. Können 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das passt. Du hast nicht zufällig noch ein bisschen Holz? Ach, hier doch, hab ich. Hab ich gefunden. Nimm dir, nimm dir. Jetzt soll noch mal kurz hochgehen können. Alles kein Problem. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Dann komm, dann blocken. Und von der anderen Seite dann dasselbe. Es wären so Doppelhaushälften hier. Wir können es mal so machen. Okay. So. Zack. Kann ich mir hier einen Dorfbewohner reinstellen? Wie meinst du das? Achso, ich bräuchte jemanden hier vorne für die Rezeption, weil ich habe mich jetzt dazu entschieden, es soll ein Restaurant sein. Das heißt, Restaurant Mahlzeit. So, dann stehen hier die ganzen Öffnungszeiten und ich bräuchte hier vorne jemanden, der die Gäste dann empfängt und sagt, nee, heute ist leider geschlossene Gesellschaft und so weiter und so fort. Oder ja, wir haben noch einen Tisch frei für Sie. Wo möchtest du denn hinhaben? Mach hier rein. Ja. Das wäre möglich. Ne? Das wäre schön. Da muss nur hier oben ein Dorfbewohner hinkommen. Jo, oder du schubst den hier hin. Wie zum Beispiel den dort. Und das ist ein Bauer. Der ist nicht so praktisch. Ja, waren gerade noch übelst viele, ne? Haben sich alle verdrückt. Die ja. Haben deinen Plan gerochen. Jetzt, wo es darum geht, die Jobs zu verteilen, wer möchte das machen? Da will jetzt auf einmal keiner mehr. Tja. Tja, auf der anderen Seite der Stadt haben wir dann noch gute Chancen. Okay. Oder hier in der Mauer. Ah, guck mal da hin. Sehr schön. Die sieht doch so aus, als hätte sie gerade nichts zu tun, oder der Typ da hinten. Jo, dann mache ich mal Trick 17. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Hm.
Und jetzt geht's auf. Okay. Bahne frei. Hä? Wie cool ist das denn, hä? Dabei kannst du den mit dem Boot fahren auf Holz, ist ja cool. Man kann das. Okay. Ja. Gut, man kann das. Warte, dann mach ich hier schon mal die Tür auf. Oh, ich sehe gerade, ich habe noch gar nicht ausgeleuchtet. Muss ich gleich mal nachholen, nicht, dass hier noch was spawnt. Hier spawnt nichts zurzeit. Seit hunderten von Jahren. Hier spawnt nichts mehr. Genau. Ah, guck mal, der Typ, der sieht doch sehr. Oh, okay, das ist jetzt ein Problem. Okay. Jo. Kann nämlich nicht hoch. Ist aber kein Problem. Wir schlafen erstmal. Ja, warte. So. Der haut ja nicht ab. Es sei denn, du schlägst das Boot kaputt. Nein, der soll nicht abhauen. Ich würde den ja auch dementsprechend gut bezahlen. So. Dass der hier mal nicht abhaut. Dass der jetzt mal hier nicht abhaut. Und der darf hier auch nicht abhauen. Gut, jetzt gibt's keinen Envision. Ja. So, jetzt fahr ich den mal ein bisschen herüber. Ah, warte mal. Zack. Und du gehst jetzt nochmal in das Boot. So. Das müsste ja eigentlich jetzt klappen. Ich habe mal kurz die zwei unteren Steine weg. Ja. Und den Crafting Table. Und das müsste jetzt eigentlich klappen. Zahlen. Oh, perfekt. Autsch. Kein Problem. Upsala. So. Ja, ich habe meinen Rezeptionisten. Sehr schön. Jetzt habe ich den aus Versehen geschlagen, das ist natürlich nicht so gut. Gleich am ersten Arbeitstag, zack, geschlagen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn du so einen Bauern gehabt hättest, der so ein bisschen Essen gehandelt hätte. Okay. Das tue ich mir mal noch auf die Agenda schreiben. Da stelle ich dann so einen Typen mal dort rein. Weil ich weiß nicht, ob. Natürlich ist der jetzt nicht mehr hier unten. So. Also einfach ist Dorfbrunner Umsiedlung. Warte mal ganz kurz. So, wieder da. So, jetzt brauche ich. Ah, XP gefarmt? Level up, eigentlich. Okay. Sehr schön. Wir haben ja hier ein Plugin drauf mit dem Jobs. Deswegen. Ah, okay. Blinkert das jetzt. Bin jetzt im Architekt Level 17. Juhu! Da ich sehr viel baue,
levelt ja. sich das schnell. Das ist wohl wahr. Okay. Achso, jetzt geht's. Das sind immer mal so kleine Leckereien hier. Ja, ich hab's gerade gemerkt, ich hab mich gerade schon gewundert, hä? Aber die halten sich in Grenzen. Ja, muss ich auch sagen, also bislang läuft's eigentlich sehr flüssig hier auf dem Server, deswegen alles gut. Oder noch ein Lack. Du hast es gesagt, jetzt stürzt er gleich ab. Oh nein. Ich wollte es jetzt nicht herbeirufen. Ja, aber bei mir ist es. Ich bin gerade auch ein paar. Genau. Ja, siehst du, sag ich doch, ey. Ja, ich bin schuld, ich hab's herbeigerufen. Das ist auch nicht schlimm. Weil am Vormittag, da wird am Wochenende immer mal. Der Server runtergefahren und wieder hochgefahren. Okay, ne, jetzt geht's wieder. Also jetzt habe ich wieder. Ich guck mal gerade. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Sehr schön. Ich wollte Türen machen. Am Anfang ist das dann immer ein bisschen ruckelhaft, wenn man dann wieder joint. Nicht wundern. Und das ist die. So. Und da kommt die Tür dahin. Da kommt die Tür dahin. Und hier kommt die Tür. Jo. Sagen wir mal auch dorthin. Und hier stehen dann noch ein paar. Gebäude im Fels. Jo, das ist eine gute Idee. Es gab so viele Folgen, wo ich nicht gebuddelt habe. Jetzt müsst ihr euch mal wieder damit abfinden, dass ich auch mal ein bisschen buddel. Jetzt bräuchte ich ein bisschen Wasser, so zwei, drei oder mehrere Wassereimer. Hast du das auch hier zufällig in der Nähe? Jo. Und zwar hier hinten, kurz durch die Tiere durchboxen. Hier ist eine Wasserquelle. Ah, okay. Jetzt brauche ich noch ein Wasser. Wo bist denn du? Sehe dich nicht. Hier hinter dir. Hier. Vor dir stehe ich eigentlich. Okay. Jetzt sehe ich dich wieder. Ah, okay. Wassereimer? Okay. Gut. So, zwei, drei Stück oder so. Suchen wir mal ein paar Wassereimer. Ah ja, das habe ich vergessen. Macht nichts, alles gut. Wenn du mit der rote Wolle brauchst hier, ne? Jetzt sind sie nachgewachsen. Ne, ich glaube, ich habe erstmal genug unten für die Etage. Haben wir noch irgendwo ein Zeisen? Warte ich denn das? Eisenklumpen habe ich hier. Ist das das? Hier habe ich noch ein paar Eimer. Ja, so
drei, vier Stück vielleicht. Okay. Wäre nicht schlecht. Kriegst fünf. Ja, die gehen auch. Kannst du mal in die Truhen hier gucken? Ja, mach ich. Erschreck dich bitte nicht. Bitte nicht erschrecken. Oh je. Oh je. Okay, vielen Dank. Was habt ihr denn da? Ach Gott, Lapis, so wenig. Oh, so viel Diamanten? Ja. 24, ah. Oh. Na, der war da schön fleißig am... Oh ja. Minen. Mining, Minen. Ah ne, Quatsch, hier muss ich... Ne? Alle Füge wählen nach Rom und zur Not kann man auch die Mitte wählen. Ach, hier geht's auch... Ja, moin. Ja, auch nicht schlecht. Genau. Ja, solche versteckten und verzwickten Wege hier. Übrigens, die Zauntore kannst du ruhig auflassen. Die Pferde kommen hier eh nicht durch. Okay. Brauchen ja zwei breit. Deswegen. Außer hier. Dann dürfen hier dürfen keine Dorfbewohner auf die Schiene, deswegen. Das wäre auch ein bisschen Selbstmord. So halb. Genau. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, guck mal, das ist doch schon unser Beschützer hier. Der guckt die Stadt mal an. Ja, guck dir das ruhig an. Lol. Ist der gerade hier gespawnt? Der ist wahrscheinlich von da hinten hergelaufen. Das ist gut möglich. Was schubst du mich weg, ne? Hast du ein Problem? Jo. Wird gerade schon wieder Nacht. Oh, das geht aber schnell, ja, warte. Zack. Zack. Alright. Jo, das wollte ich mal kurz ausprobieren. Wenn du nämlich schläfst, kann ich weiterarbeiten. Sehr schön. Aha. So ist jetzt das. Jetzt wollte ich auch noch Wasser. Da muss ich nochmal kurz zur unendlichen Wasserquelle da hinten. Ja. So, ich wollte Lehm haben. Den so. Haben wir oben. Hier ist Kies. Zack. Und der liebe HSPP hat sich ja noch gewünscht, mal auf den großen Turm hoch zu dürfen. Das ja, machen wir dann. Ja, auf jeden Fall. Du bist auch noch mal hin. Gleich. So, was nehmen wir denn? Braun? Braun? Blau? Blau ist mir zu wertvoll. Blau ist viel zu wertvoll. Bei Wolle verstehe ich das, da ist blaue Wolle nicht so wertvoll, weil die Schafe kann man ja einmalig blau färben und dann weiter verzichten. Aber bei blauen Lehm, da geht da übelst viel Lapis drauf, das ist ja unvorstellbar. So. So, warte, jetzt brauche ich doch noch mal ein bisschen Lapis und so ein bisschen Kleinzeug so zur Verschönerung. Also ich bin jetzt eigentlich fast schon fertig. Mir fehlt jetzt nur noch ein Dach hier auf dem Haus und so ein bisschen Verzierung und ein bisschen Kleinkram. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ja. So. Kommt glaube ich noch eine kleine Hütte ran. Obwohl, da können wir das mal draußen lassen. Wenn hier noch was rankommt. Da könnten wir das ja noch ein bisschen vergrößern. Das ist eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee gerade. Und gute Ideen sind gut. Gute Ideen sind gut. Richtig. Ups. Ach Mann.
19 Bruchstein. Da ist er wieder gesprungen. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Also es ist echt sehr praktisch in der Vision. Ja. Da kriegst du nicht so oft Schaden. Das müsste, glaube ich, auch bei Heubein klappen. Ich bin mir aber nicht sicher. Schleimblöcken ja sowieso. Ja, stimmt. So. Wo geht's denn nochmal zu den ganzen Kisten hier? Ich hab mich schon wieder total... Meinst du die Kisten am großen Turm oder das Lager? Wo wir zu Beginn waren. Und bei den ganzen Kisten. Das ist da oben. Ach, da hinten lang, ja. Jetzt hab ich's wieder. Und da steht ja ein Gebäude, dann bist du gleich schon wieder verloren, ne? Ja. Ich hab einen schlechten Orientierungssinn. So, auch so Welten, die so riesig sind, ey. Da weiß ich schon nach 5 Minuten nicht mehr, wo was war. Wieso, weshalb, warum? So, was bräuchte ich jetzt? Hab ich es gerade noch gesagt und dann, okay. Und schon ist es passiert. Es ist genauso, wenn ich jetzt wieder sagen würde, der Server leckt ein bisschen, dann stürzt er gleich wieder ab. Ja, jetzt hat es wieder gesagt. So. Die Zwischenwände dann mit Eichenholz hatte ich geplant. Ich glaube, ich müsste jetzt nochmal zurück zum Lagerhaus, weil da sind doch so bestimmt so Seerosen und Blumen und so ein Zeug, so für den Garten, die Sachen, oder? Ja. Da würde ich dann nämlich gleich nochmal hingehen und ein paar Sachen holen und so ein bisschen Bruch. Jetzt habe ich was vergessen. Das ist, glaube ich, eine Truhe, wenn du reinkommst ins Lager, sofort rechts gehst, links gehst. Da ist eine Truhe, das ist unnützes Zeug, beziehungsweise noch, was heißt unnütz, unnütz nicht. Aber das habe ich eben noch nicht verarbeitet, also einsortiert, da müsste das eigentlich drin sein. Zumindest habe ich da Seerosen gesehen. Ja, ich gucke mich einfach mal um. Natürlich. Ne, hier Bruchstein noch ein bisschen. Netherrack. Schon mal nicht. Glas. Genau. Naturalien hier, da muss sowas drin sein. Oh ja. Sind das Seerosen? Ich guck gerade mal. Slimeball. Hier sind die ganzen Setzlinge. Ich guck mal. Hier Natur. Die zweite. Achso, hier sind nur die ganzen. Ich habe Seerosen gefunden. Ist in der Truhe ganz rechts, wenn du reinkommst, links. Ah, da, okay. Hier in der Truhe sind 7. Ja, ich brauche nur 4. Machen wir mal 4. Den Ranken noch ein bisschen. Was war denn das dann nochmal? Behalte ich mir mal auf. Eisenklumpen, ja. So, jetzt schaue ich nochmal nach, ob ich nichts vergessen habe. Nicht, dass ich hier 100 Mal hin und her rennen muss. Dann mache ich mir gleich mal die Treppen. Wo die ganzen Hunde herkommen, habe ich keine Ahnung. Ich glaube, ja, ich hatte mal nicht so viele. Eine Etage drüber ist übrigens unsere Speicherkisten. Da sind übrigens auch die Weihnachtsbaumkugeln drin. Ach so. Hier oben geht's noch weiter. Ja, das ist etwas größer, das Gebäude. Nee, da geht's nicht hoch.
Wie bist du denn hier hochgekommen? Ich bin gerade ein bisschen blöd. Das ist eine Treppe. Guck mal hier. Hier hin. Ach da! Oh Mann. Ah, guck an. Jo. Das geht... Ne. Ach du. Scheiße. Ja, ich hab gedacht, unten das wär's schon, aber... Boah, das ist ja hier oben eigentlich nur privat. Ach so, gut. Ja. Gut. Hier sind dann die Weihnachtsbaumkugeln und alles Mögliche, was wir dann so geholt haben. Violettknopf von... Okay. Gut. Gut, dann tun wir mal so, als hätte ich diesen Raum hier nie gesehen. Und gehen ganz schnell wieder zurück. Das Gebäude hat auch noch eine zweite Etage oben drauf, aber... Da ist dann nur noch das Handelsregister. Okay. Du magst diesen Enggang ja wahrscheinlich. Ja, weil er so schön kurz ist, der Weg. Also der Weg ist ganz kurz. Oh. Oh ja, okay. Das ist jetzt ein Problem. Da. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Da muss ich das mal ein bisschen umbauen. Zack, zack, zack. Und zwar so. Ach Gott. Jo, das passt. Da kann man hier noch einen kleinen Platz draus machen. Meine Schaufel, die ist da. Hier geht's dann hinter. Das wird schon wieder dunkel. Gibt's ja gar nicht, ey, wie schnell das hier dunkel wird. Aber dafür geht ja das Schlafen ganz schnell. Korrekt. Jetzt wollte Fichtenholz holen. Ich glaube, da habe ich sogar noch ein bisschen was oben, oder? Ich gucke mal, ob ich sonst noch was habe. Ne, ich habe leider kein Fichtenholz. Da, wenn man so hier schaut, sind ja gute 90% der Häuser aus Fichtenholz gebaut. Stimmt. Da ist viel draufgegangen bis jetzt. Das passt genau. Die Schaufel denn schon wieder? Jo, hier oben ist noch einiges. Das, dann das. Das. Jo, kann man so. Sehr schön. Und der Bärchen. Vielleicht nochmal so eine mit runter. Quatsch. So, jetzt habe ich ja volles Inventar. Welche nehmen wir denn? Eine davon.
Hört sich interessant an. Und die hier. Sehr schön. Da wird das Dach gebaut. Kann man hier rüberspringen? Es ist machbar. Ich weiß es nur von damals, wo du so eine Parkour-Challenge gemacht hast und du kläglich dran gescheitert bist. Ja, ich glaube, da habe ich so eine. Ich weiß gar nicht, ob das die Adventure Map war. HJC oder so. Genau. Ja, oh, da bin ich echt irgendwann verzweifelt. Da habe ich dann auch gedacht, ey. Jetzt reicht's auch irgendwann. Das tue ich mir jetzt nicht mehr an. So, das tun wir mal dort rein. Vielleicht setze ich hier mal ein Denkmal noch hin. Das ist eine gute Idee. Ich setze hier mal ein Denkmal hin, dann später nochmal. Ich wollte jetzt was bauen. Achso. Die nächsten Etagen wollte ich bauen. Fast soffen. Du bist fast soffen? Aber nur fast. Ich hab's gerade nochmal geschafft. Weil ich hier unter Wasser gerade nochmal ein bisschen was verschönern will. Unter Wasser, was machst du hier? Ja, Moment. Ich bin so ein bisschen am Verschönern. Ich mache so eine Chill-Out Lounge und die soll so ein bisschen ja schön irgendwie gestaltet werden. Ich versuche das halt einfach. So, zack. Warum kann ich denn die Seerosen nicht aufs Ding setzen? Auf was? Auf das Wasser. Warum kann ich denn da keine Seerosen drauf machen? Das muss ruhiges Gewässer sein. Ach so, okay. Gut, dann weiß ich, wo der Fehler lag. So.
So, haben wir schon mal die drei Etagen nach oben geführt. Was jetzt fehlt, sind mal wieder die Werkbänke. Die dürfen mir nicht fehlen. Da bin ich gleich Werkbank mal. Welche Werkbänke hast du denn? Gleich mal drei Stück gemacht. Okay. So, zack. Stellen wir mal dahin. Jetzt mal Fichtenholz hier und pflanzen das mal hier so ran, nachdem wir den da gemacht haben. Zack, zack, das sind etwas größere Häuser, die ich hier baue. War ein großes Haus, hat aber drei Wohnungen. Hm. Wohl. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Die Idee ist gut. Sie darf nur nicht höher sein als die Zahl. Falls du dich jetzt fragst, welche Zahl, in dem türkisen Haus ist ja so eine Zahl abgebildet. Ach so, ja. Das ist unser Silvester-Countdown. Nee. Falscher Block. So, das war jetzt eine mega special lange Folge für euch, nur für euch. Meine lieben Freunde, es wird gerade schon wieder Nacht. Ja, warte. Ich bin sofort da. Und diese lange Folge wollte ich mal ein bisschen beenden. Gehen wir noch nicht schlafen, hab ein bisschen was vorbereitet hier. Okay, oh, jetzt kommt's. Du kannst ruhig schon ein bisschen weiter hinten stehen bleiben. Okay. Da siehst du es besser. Oh, der Wässer. Oh, schön. Oh ja, das ist schön. Das gefällt mir. Orange. Zack, grün. Sehr schön. Jo. Jetzt ab geht's, schlaf. Sehr schön. Tschüss. Tschüss.